Leute, wer von euch kann sich an diese Szene von meinem letzten Video erinnern? Bitte schön. Teşekkür abi. Gerne, gerne. Benim annem Türkiye'li. Aha. Babam için yine. Direkt. Ja, ja. Und wie lange bist du in Deutschland? Baba, ja, ich hier 6 Jahre an der Straße. Musik machen, meine Gitarre hier Leute zapzarap machen. Zapzarap? Keine Gitarre mehr? Yok, aldılar. Ben Musik yapıyordum burada. Bist du immer hier am Hauptbahnhof? Ja. Komm, wir kaufen ihm eine Gitarre. Kann er weiterspielen. Soll ich dir eine Gitarre kaufen? Ich keine Geld. Ich kaufe. Ja? Ich kann dir eine kaufen. Bist du immer hier? Ja. Ja, ich hol dir eine Gitarre. Bist du jeden Tag hier? Ja, ich hier. Jeden Tag? Ja. Heute ist Sonntag. Morgen oder übermorgen, ich komme vorbei, ich hol dir eine Gitarre. Versprochen, okay? Hier. Ich hol dir hier eine Gitarre. Okay? Ja. Montag oder Dienstag, okay? Ja. Du bist hier um gleiche Uhrzeit? Ich hier. Okay. Ein Mann, ein Wort. Ich war vorgestern auf Amazon und habe ihm eine Gitarre bestellt. Die ist heute angekommen. Ich weiß, es gibt viel krassere Gitarren da draußen für 100, 2000, 5000, 10.000 Euro. Aber ich kenne mich 0,0 mit Gitarren aus. Deswegen habe ich einfach bei Amazon Gitarre eingegeben, habe nach dem mit der besten Bewertung geguckt. Es muss ja nicht unbedingt sein, dass man viel Geld ausgeben muss, dass jemand Musik machen kann. Und dieser Mann macht seine Musik auf der Straße und verdient sein Geld damit und hat kein Instrument mehr. Und deswegen habe ich ihm jetzt eine Gitarre bestellt. Die Gitarre ist jetzt angekommen, wir packen sie jetzt mal aus und dann schauen wir mal, was die Gitarre, ja, wie sie aussieht überhaupt. Hier ist das gute Stück. Was ist hier vorne drin? Ach, da ist auch was drin. Okay, eine Gitarrenbroschüre. 2 CDs. Aller Anfang ist leicht. Einsteiger-Gitarrenschule, Playback-CD. Ich glaube nicht, dass er die braucht. Ich mache die aber trotzdem wieder rein. Weiß jemand, was eine Gitarre-Pitchpipe ist hier? Dann haben wir hier einmal extra Saiten. Ja, mache ich hier eigentlich ein Gitarren... Unboxing oder was? Wow! Schaut mal, Leute. Schönes Ding. Also muss man ehrlich sagen, das ist eine schöne Gitarre. I shot the sheriff. Okay, cringe. Ich bin nämlich sehr, sehr gespannt, liebe Leute, ob Sergio überhaupt am Bahnhof ist. Weil der denkt sich auch so, was ist das für ein Typ? Der kommt her, schenkt mir 2 Flaschen Wasser und dann labert er mich voll, dass er mir eine Gitarre geben will. Ich denke zu 99,9%, dass er mir überhaupt gar nicht geglaubt hat. Aber dann ist die Überraschung ja größer, wenn wir ihn wirklich am Bahnhof finden. Ich hoffe, wir finden ihn. Ich freue mich wirklich sehr, dass ein Mensch, der auf der Straße lebt und sein Geld eigentlich nur mit Musik machen verdient hat, und ja, sozusagen sein Brot gestohlen wird, sein Instrument, sein Arbeitswerkzeug und er ein Ersatzarbeitswerkzeug wieder bekommt, ob es jetzt wirklich die gleiche Qualität hat oder nicht. Hier kommen Töne raus, so kann er weiterhin sein Geld verdienen. Ich bin sehr, sehr gespannt, was er sagen wird, wenn wir ihn sehen. Und dann würde ich sagen, ach, genug gelabert. Wir gehen jetzt mal los, Leute. Ja, wir gehen jetzt mal los. Wir sind jetzt am Bahnhof. Guck mal, ich mache jetzt die Gitarre auf meinen Rücken. Dann denken die Leute, ich gehe jetzt an den Bahnhof und spiele denen was vor. Aber das ist nicht der Fall, denn... Leute, wie sehe ich jetzt aus? Sag mal, sieht es gut aus? Sehe ich aus wie ein Musiker? Okay, let's go. Und apropos für die Leute, weil ich sage, sehe ich aus wie ein Musiker. Ich habe mit 6 Jahren Klavier von meinen Eltern bekommen und habe, bis ich 14 war, Klavierunterricht gehabt. Und dann mit 14 habe ich gedacht, nee, ich habe irgendwie gar keinen Bock auf Instrumente spielen. Ich habe lieber Bock rauszugehen, Scheiße zu bauen. Und heute bereue ich, dass ich aufgehört habe. Also an alle Jugendlichen da draußen, wenn ihr ein Instrument spielt, zieht's durch. Glaubt mir. Am Ende, wenn ihr älter seid, könnt ihr den Frauen imponieren, könnt ihr zu Hause abchillen mit einem Instrument. Und ja, das ist einfach geil. Deswegen, schade, dass ich nicht weitergespielt habe. Let's go. Wo ist denn der? Oh oh. Aber er hat gesagt, entweder der ist hier oder unten. Aber ich weiß nicht, was unten bedeutet. Unten in der Tiefgarage oder was? Komm, wir gucken mal in der Tiefgarage. Komm. Fühlt sich auf jeden Fall gut an, so eine Gitarre auf dem Rücken zu haben. Da fühlt man sich künstlerisch. Weißt du was, liebe Leute? Wenn Leute mit ihrer Zeit sowas anstellen wie Musik machen, anstatt dass sie auf der Straße hocken, saufen oder klauen oder Leute zusammenschlagen. Deswegen ist es was Schönes und das unterstütze ich gerne. Sergio, wo bist du? Wo ist der? Junge, Junge. Also wir klappern das jetzt alles ab hier. Hier bist du davor, dann da, dann da, dann da, dann da, überall. Hey, was filmst du mich so? Von hinten? Sehe ich gut aus von hinten? Nee. Leute, schreibt mal in die Kommentare. Hashtag, du siehst gut aus von hinten. Also unten in der Tiefgarage bei den Autos oder unten, wo die Menschen sitzen? Stell dir vor, der hat schon eine Gitarre. Wo soll er sonst sein? Wenn er sagt, er ist jeden Tag am Bahnhof.
Lauf einmal da quer durch. Sergio, 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 wo bist du? Kann es sein, dass er hier ist? Jo Leute, was geht ab? Hier seht ihr die Gitarre auf meinem Rücken. Ich suche die ganze Zeit nach Sergio und ich finde keinen Sergio. Hat jemand von euch Sergio gesehen? Wo bist du, Sergio? So Leute, wir holen uns jetzt erstmal was zu trinken beim Bäcker, chillen uns auf eine Bank und warten, bis der Sergio kommt. So liebe Leute, zweiter Anlauf, 2 Stunden später. Und diese Musik im Hintergrund, die passt gerade aktuell zu der Lage, denn wir finden Sergio nicht. Wo bist du, Sergio? Sag's uns. Was sollen wir sonst mit der Gitarre machen, Leute? Vielleicht ist er an einem anderen Tag hier. Vielleicht an einem anderen Tag wiederkommt, schreibt es mal in die Kommentare. Vielleicht wird es ja eine endless story. Bartmann sucht Sergio, Teil 1 bis Teil 100. Ich suche einen Sergio, der sitzt normal immer hier. Sergio, Sergio. Sergio? Ja. Ah, Sergio. Wo ist der? Ich will ihm diese Gitarre geben. Oh, mein Familie. Ja? Ja, Sergio. Wann kommt er? Ja. Kommt er heute? Hast du seine Nummer? Nein, mein nicht Telefon. Hat kein Telefon? Ja. Wir haben jetzt seinen Verwandten gefunden. Auf jeden Fall hat er gesagt, dass er Alkoholiker wäre und der Scheiße ist. Sein eigener Verwandter. Auf jeden Fall hat er gesagt, seine ganze Familie sind Alkoholiker. Aber ist mir auch egal. Also im Endeffekt, er kann auch Alkoholiker sein. Ist ja auch eine Krankheit wie jede andere Krankheit, ne? So Drogensucht und so, das sind alles Krankheiten. Aber trotzdem macht sich aus, dass seine Gitarre geklaut wurde. Und es macht nichts aus, dass ich ihm eine neue gekauft habe und ihm gerne geben möchte. Er kann Alkoholiker sein, wie er möchte. Dann soll er halt besoffen Gitarre spielen. Vielleicht macht das sogar besser als sonst. Also wir warten jetzt noch mal ein bisschen, vielleicht kriegt er irgendwie Kontakt hin. Und dann können wir ihm die Gitarre geben. Also liebe Leute, die Fortsetzung folgt. Die Suche nach Sergio läuft weiter. Also liebe Leute, Fortsetzung folgt. Ich werde morgen und die Tage nochmal vorbeikommen mit der Gitarre, bis wir Sergio gefunden haben. Hey, ich gebe nicht einfach auf. Leute, es geht nicht. Was soll ich mit der Gitarre machen? Soll ich die an euch verlosen? Nein, ich habe sie ihm versprochen. Deswegen kriegt er die Gitarre. Also liebe Leute, die Story geht weiter. Abonniert den Kanal, damit ihr das nächste Video nicht verpasst. Like das Video. Wenn ihr die Fortsetzung sehen wollt, Sergio, wir finden dich. Peace.